Und ein Bundestagsabgeordneter, also Sie inklusive, wenn ich das richtig verstanden habe, hat einen Rentenanspruch von 250 Euro für jedes Jahr. Das heißt, Sie sind da 4 Jahre drin, ob Sie wiedergewählt werden oder nicht, und bekommen 1000 Euro Rentenanspruch. Wie erkläre ich das den Menschen, wie erkläre ich das den alten Menschen, die nicht mehr leben wollen, die nicht mal 1000 Euro haben, die ihr Leben lang geschuftet haben für dieses Land, das Land aufgebaut haben, in dem Sie, ich, unsere Füße bewegen. Wie erkläre ich diesen Menschen, wie wollen Sie diesen Menschen erklären, dass das gerechtfertigt ist? Ich habe das Gefühl, unsere Politik hat vollkommen die Bodenhaftung verloren. Vorbilder zu sein bedeutet auch vorbildlich sich verhalten. Wenn ihr Opfer und Entbehrungen von Menschen in unserem Land fordert, dann müsst ihr bei euch anfangen, dass erstmal viele Politiker, die überhaupt führende Ämter annehmen, erstens schon mal aus diesem Bereich auch kommen, das wäre sehr hilfreich, und zweitens vielleicht auch in ihr Leben schon mal gearbeitet haben. Carsten Stahl platzt in einer spektakulären Talkrunde komplett der Kragen, er rastet förmlich aus und nimmt Olaf Scholz und seine Politik komplett auseinander. Die regierenden Politiker in diesem Land sind mittlerweile so bürgerfern, dass Olaf Scholz noch nicht einmal weiß, wie teuer die Benzinpreise eigentlich sind. Während unsere Politiker die aktuellen Krisen im Land wohl kaum oder gar nicht zu spüren bekommen, merken und vor allem spüren die Bürger in Deutschland jeden Tag aufs Neue die Auswirkungen dieser desaströsen Politik. Und genau diese Politik fordert immer mehr Opfer und Einschränkungen, und als politische Vorbilder und Staatsdiener sollten doch vor allem die politischen Amtsinhaber doch erstmal bei sich selbst anfangen, bevor man dem deutschen Volk immer mehr Bürden aufhalsen will. Carsten Stahl hat von dieser heuchlerischen Politik aber komplett die Schnauze voll und enthüllt in den nächsten Szenen Unglaubliches, wie wir auch gleich sehen werden. Los geht's. Aber wissen Sie, ich habe das Gefühl, unsere Politik hat vollkommen die Bodenhaftung verloren, hat vollkommen den Überblick verloren. Und ja, wir können alle weniger duschen. Aber Fakt ist, Vorbilder zu sein bedeutet auch vorbildlich sich verhalten. Wenn ihr Opfer und Entbehrungen von Menschen in unserem Land fordert, dann müsst ihr bei euch anfangen. Denn eines nicht vergessen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt nicht nur für reiche Menschen, sondern für jeden Bürger in unserem Land. Was nehmen wir denn bei einer alten Dame, die 850 Euro Rente bekommt und ein Bundestagsabgeordneter, also Sie inklusive, wenn ich das richtig verstanden habe, hat einen Rentenanspruch von 250 Euro für jedes Jahr. Das heißt, Sie sind da 4 Jahre drin, ob Sie wiedergewählt werden oder nicht, und bekommen 1000 Euro Rentenanspruch. Wie erkläre ich das den Menschen, wie erkläre ich das den alten Menschen, die nicht mehr leben wollen, die nicht mal 1000 Euro haben, die ihr Leben lang geschuftet haben für dieses Land, das Land aufgebaut haben, in dem Sie, ich, unsere Füße bewegen. Wie erkläre ich diesen Menschen, wie wollen Sie diesen Menschen erklären, dass das gerechtfertigt ist? Wie wollen wir erklären, dass die Bundestagsabgeordneten und ganz besonders die führenden Politiker in unserem Land sich die Diäten erhöhen in einer Krise noch nie dagewesenen Ausmaß? Wie wollen wir das erklären und sagen, ja, wir Gehaltsanpassung, wo alle weniger bekommen, wo alle Preise durch die Decke gehen? Ich fände es ja schon mal erstmal gut, das wäre so mein Einstieg, dass erstmal viele Politiker, die überhaupt führende Ämter annehmen, erstens schon mal aus diesem Bereich auch kommen, das wäre sehr hilfreich, und zweitens vielleicht auch in ihr Leben schon mal gearbeitet haben und nicht direkt vom Studium in die Politik fallen, weil dann ist man ein bisschen weltfremd. Und wenn mir ein Kanzler erzählt, der heute Kanzler ist, dass er nicht mal weiß, was was Sprit kostet, ja, dann ist das so weit weg von jeglicher Realität, dass es einfach wehtut. Und ich bin sehr bürgernah, ich komme von ganz unten und da werde ich auch nie vergessen, wo ich herkomme. Aber ein Politiker, nicht alle, es gibt nicht die Politiker, es gibt aber einige, die sind wirklich für weltfremd, haben ja gar nicht diese Kopplung zu den normalen Bürgern. Und da haben Sie richtig schön gesagt, mal ein bisschen Demut mir wünschen, mal ein bisschen Bürgernähe, dass Sie sich mal hinstellen und einfach sich informieren, was kostet denn ein Leibbrot jetzt, damit Sie das verstehen. Von mir aus auch mehr verdienen. Sie sollten bloß das Geld, was Sie da bekommen, auch wirklich wert sein. Und bitte den Bürger mit einbeziehen und nicht zu vergessen, wir machen Politik für alle Menschen. Oh, Freunde, alter Schwede, diese verbale Entgleisung von Carsten Stahl hat aber komplett gesessen und war mal so nötig, wie es Neuwahlen in Thüringen wären. Aber, Freunde, Carsten Stahl hat hier natürlich recht, wenn er sagt, dass Politiker weltfremd und abgehoben sind. Während Politiker quasi in ihrem eigenen Elfenbeinturm sitzen, der für unsereins nicht mal ansatzweise zu erreichen scheint, merken es unsere sogenannten Spitzenpolitiker doch gar nicht, wie wir täglich mit Sorgen und Ängsten zu kämpfen haben. Die aktuelle Ampelregierung interessiert es einfach nicht. Nicht nur Olaf Scholz weiß nicht, was die Benzinpreise kosten, auch unser Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kennt den aktuellen Strompreis nicht und weiß nicht, was eine Insolvenz ist. Er sagt, der Wirtschaft geht's gut, nur die Zahlen sind schlecht. Freunde, das kann man doch keinem mehr erzählen, was hier in diesem Land los ist.
Und auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock, die sich jeden Tag um 360 Grad dreht und sich dann noch wundert, warum es eigentlich immer nur in dieselbe Richtung geht, lebt in einer ganz eigenen Welt, in der das Jahr vermutlich 560 Tage hat. Freunde, angesichts dieser Tatsache muss man sich doch einfach die Fragen stellen, auf welchem Planeten diese Politiker eigentlich leben, wenn sie die einfachsten Fragen, Sorgen und Ängste eines Bürgers nicht verstehen und nicht kennen. Es ist doch inzwischen kein Wunder, wenn der Bürger sich mit dieser Ampelregierung nicht identifizieren kann und sich die Mehrheit in diesem Land endlich ein Ende dieser Ampel wünscht. Und das desaströse Ausmaß dieser Politik ist aber nicht nur in den abendlichen Nachrichten und Talksendungen zu sehen. Nein, steigende Preise für Lebensmittel, steigende Preise für Strom, Gas und Benzin und auch die Inflation ist für viele hier spürbar. Denn auch wenn die Inflation gesunken ist, heißt es ja nicht, dass nun alles billiger wird, wie man uns ja ständig einreden will. Nein, liebe Freunde, im Gegenteil, wenn die Inflation sinkt, steigen die Preise nur langsamer an. Es wird also alles nur langsamer teurer. Wir haben die Politik hier am Tisch sitzen und ich will das eigentlich direkt mal weitergeben. Hat die Politik, da ist richtig viel Emotion hier drinnen, weil Herr Steil es jeden Tag mit Menschen zu tun hat. Die Dame ist ja nur ein Beispiel, die sich ihr Leben nicht leisten können, weil denen es um die Existenz geht. Weiß die Politik das? Wir berichten über Teuerschockgipfel, wo nichts bei rumkommt. Besprechen Sie das im Kabinett? Natürlich reicht das. Ich bin kein Teil des Kabinetts. Ich bin ja Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Aber Ihre Partei. Aber wir sind mit an der Bundesregierung beteiligt. Da sind wir sehr froh drüber. Natürlich wird darüber gesprochen. Und das ist ein großes Problem, was wir im Moment haben. Und das hat sich verschärft durch den Angriffskrieg, den Russland auf die Ukraine führt. Weil dadurch die Inflation einfach in einer Art und Weise zugenommen hat, was die Leute betrifft. Und da wurde schon viel getan. Aber dass Ihnen das nicht reicht, das kann ich auch verstehen. Aber klar ist auch, wir haben viele, viele Entlastungspakete schon geschnürt. Das zweite ist jetzt auf dem Weg in der Umsetzung. Freunde, da wird doch hier allen Ernstes von seitens der FDP gesagt, dass doch schon viele Entlastungen für den Bürger vorgenommen wurden. Ja, gut, das mag sein, doch wie viele Belastungen hat man denn hinzugefügt? Der Wärmepumpenstrom, der uns günstig garantiert werden sollte, weil Millionen Bürger eben durch ein umstrittenes Heizungsgesetz Wärmepumpen einbauen mussten, wird jetzt teurer. Die Strom- und Gaspreisbremse, die Energie für jeden Bürger bezahlbar machen sollte, fällt jetzt weg. Das Klimageld, das kommen sollte und sogar im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, haben wir trotz der Erhöhung der CO2-Steuer ebenfalls nicht bekommen. Die Streichung der Bauernsubvention bedeutet mehr Belastung für die Bürger bei Nahrungsmitteln, die Lkw-Maut für Speditionen wurde erhöht, die Netzentgeltsubventionen fallen weg und Stromanbieter legen die Preise auf die Verbraucher um. Und auch die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wurde wieder auf 19% erhöht und das, obwohl Bundeskanzler Olaf Scholz versprochen hatte, dass es keine Erhöhung auf 19% geben wird. Liebe Freunde, ihr seht, man könnte hier ganz locker noch mehr Belastungen aufzählen, die uns täglich an der Brieftasche nagen, aber Politiker kennen solche Bürgersorgen anscheinend nicht. Doch das Geld fehlt an allen Ecken und Kanten. Gerade bei den höchsten Steuereinnahmen überhaupt schafft es diese Bundesregierung nicht, richtig zu wirtschaften, wie der verfassungswidrige Haushalt in beispielloser Form zeigte. Unser hart verdientes Steuergeld wird für Projekte in alle Welt verschenkt, doch statt die Menschen und Bürger in diesem Land zu unterstützen, ihnen die Sorgen und Ängste zu nehmen, denkt man lieber erst an andere und finanziert Radwege in Peru. Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Freunde, was haltet ihr von solchen Auftritten wie dem vom Carsten Stahl? Meint ihr, es sollten sehr viel öfter solche Leute in Talkrunden eingeladen werden? Oder seid ihr zufrieden mit der Vielfalt der Gäste, die man täglich in den Talkrunden sieht? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, gebt dem Video einen Like und teilt das Video mit so vielen Freunden, wie ihr nur könnt.